Hallo, ich bin der Hannes. Heute das Thema für euch: Schärfen mit einem Schärfstein. Ein Schärfstein sollte immer sich mit Wasser vollgesogen haben. Am besten man legt ihn einfach 2 Minuten ins Wasser. Dieser hat eine grobe und eine feine Schärfseite. Es gibt 2 unterschiedliche Arten, mit dem Schärfstein umzugehen. Das eine ist, dass ihr das Messer auf jeden Fall immer im ca. 15 Grad Winkel ansetzt, mit der anderen Hand stabilisiert und dann geht ihr in einer Kreisbewegung bis zur Spitze das Messer schön abziehen. Dafür braucht man ein bisschen Geduld. Die zweite Möglichkeit ist, das Messer einfach mit der Klinge komplett ansetzen. Wichtig, auch hier sind wieder die 15 Grad. Mit der anderen Hand die Klinge stabilisieren und dann schön von oben nach unten das Messer komplett bis zur Spitze und wieder zurück auf dem Schleifstein lassen und dann das Messer umdrehen und auch hier wieder genau dieselbe Thematik stabilisieren und das Messer schön von oben nach unten am Schleifstein bis zur Spitze abziehen. Wenn der Grobschliff soweit durch ist, dann dreht ihr den Stein einfach um und wir machen dasselbe nochmal im Feinschliff. Das heißt auch hier wieder 15 Grad, Messer stabilisieren mit der anderen Hand und dann schön abziehen. So, und auch hier wieder dasselbe, wenn die andere Variante gewählt ist. Klinge ansetzen, stabilisieren und dann schön von oben nach unten abziehen. Zu guter Letzt, nach dem Schleifen, wischt ihr die Klinge ab und befreit es von den Schärfresten. Um zu schauen, ob das Messer wirklich scharf genug ist, nehmt ihr euch ein Blatt Papier, haltet es ein bisschen auf Spannung, setzt an und zieht es einfach durch. Wer nicht so geübt sein sollte in Sachen Schärfen, der organisiert sich eine sogenannte Schärfhilfe. Die wird mittig auf den Schärfstein aufgesetzt und dann einfach die Klinge draufgelegt. Dann haben wir den perfekten Winkel von 15 Grad und dann ziehen wir einfach das Messer von oben nach unten ab und kann das Messer dann auch von links nach rechts bewegen. Wenn die eine Seite des Messers geschärft ist, dann dreht ihr das Messer einfach um, setzt es hier genauso wieder auf und schärft noch die zweite Seite. Das war Schärfen mit einem Schärfstein. Wichtig sei nochmal gesagt, den Schärfstein wässern, das Messer im 15 Grad Winkel halten und dann von der groben und dann erst von der feinen Seite schärfen. Bis zum nächsten Mal.